Ich habe letzte Woche sehr intensiv mit den deutschen Herstellern verhandelt und wir können den Verbraucherinnen und Verbrauchern in den besonders betroffenen Städten attraktive Tauschangebote machen. Große Möglichkeiten zum einen von der Prämienseite her, aber vom anderen Seite auch über Leasingmodelle, sodass eine unangemessene Belastung der Dieselfahrer nicht stattfindet, sondern dass wirklich alt in neu oder alt in gebraucht, egal welche Antriebsart, getauscht werden kann. Und als zweiten Baustein in diesem dritten Arbeitsfeld ist das Thema Hardwarenachrüstung. Da gilt es jetzt auch, die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten. Was machen wir, um Perspektive und Sicherheit für die Verbraucher zu geben? Wir werden eine Informationskampagne machen, um die Dieselbesitzer auch von ihren Möglichkeiten zu informieren. Wir werden da Klarheit schaffen, Transparenz herstellen. Im Übrigen werden auch die deutschen Automobilhersteller, die dieses Konzept als positiv einstufen in der ersten Reaktion. Ich habe schon Kontakt aufgenommen und wir werden da noch einiges zu verhandeln haben, aber trotzdem eine sehr positive Tendenz, werden auch Ihre Kunden informieren über die Möglichkeiten. Das haben Sie auch zugesagt. Wir werden einige Regelwerke machen müssen. Wir werden ein Gesetz machen müssen. Also heute ein Riesenschritt, aber die Arbeit ist nicht beendet, sondern wir müssen weiterhin die Mobilität in den Innenstädten wachsam begleiten und vor allem den Dieselbesitzerinnen und Besitzern eine Perspektive geben. Und das haben wir mit diesem Konzept sehr gut hinbekommen. Und deswegen bedanke ich mich auch für die Zusammenarbeit über die Häuser hinweg. Auch der Finanzminister, der Wirtschaftsminister, Chef Bundeskanzleramt und die Kanzlerin selber waren mit eingebunden in der Vorarbeit. Und jetzt geht es, die nächsten Schritte zu gehen. Die Frage, die mir noch gestellt wurde, immer ist, wie wird denn das eigentlich überwacht? Wir wollen beide keine Plaketten, das wollen wir nicht, sondern wir werden jetzt regeln, dass die Verkehrsüberwachungsbehörden auf die Daten des zentralen Fahrzeugregisters zugreifen können, damit man die Einhaltung überprüfen kann. Wir brauchen dann keine Plaketten mehr. Niemand muss Sorge haben, dass er sich jetzt eine Plakette besorgen muss. Also wir helfen hier den Dieselfahrerinnen und Fahrern, die haben das Problem nicht verursacht. Mit unserer Lösung ist auch denen geholfen, die kein Geld dafür haben, sich jetzt ein neues Fahrzeug zu kaufen. Sie dürfen auf nachgerüsteten oder auf getauschten Wagen auf jeden Fall weiterfahren. Und wir haben hier heute, glaube ich, ein großes Ding auf den Weg gebracht, einen großen Ausweg gefunden aus der Dieselkrise. Ich glaube, dass das die Mobilität in unserem Land moderner machen wird. Es ist aber auch gut für die Lebensqualität in den Städten, für die Luft dort. Und deswegen sage ich auch noch mal danke für die Zusammenarbeit. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber wir haben jetzt wirklich was Gutes auf den Weg gebracht. Ich danke der Ministerin und dem Minister. Ich habe bereits 7 Wortmeldungen auf meiner Liste stehen. Herr Neumann ist der Erste und es kommen auch laufend noch welche dazu, wie ich gerade sehe. Herr Neumann hat das Wort. Ja, eine Frage an beide Minister. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nimmt der Staat jetzt ja doch Geld in die Hand, um die Umrüstung zu finanzieren. In 65 Städten sollen Handwerker und schwere Kommunalfahrzeuge umgerüstet werden. Können Sie mal sagen, wie viel Geld, wie viel Steuergeld da zur Verfügung steht, um das zu bezahlen, dieser 80%-Anteil? Und können Sie mir vielleicht auch erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Handwerker, der jeden Tag in die Stadt fährt, um da zu arbeiten, und einem Pendler, der in die Stadt fährt oder in der Stadt fährt, und warum der kein Geld bekommt? Ja, der erste Teil, Handwerker und Pendler, der Unterschied. Wir sind ja dann im Bereich der Aufträge. Nehmen Sie einen Schreiner, der eine Baustelle in München hat, der muss ja zu seiner Baustelle kommen und der hat ja auch den Nachweis, dass er dort arbeitet. Und auf der anderen Seite ist es eher im privaten Bereich ein Pendler, der dann beruflich in die Stadt fährt. Und da wollen wir auch die Nachweise sehr unbürokratisch halten. Also da braucht keiner Angst haben für überbordende Bürokratie. Aber diese Trennschärfe müssen wir schon machen, weil aus dieser ganzen Dieseldebatte entstanden ist, manche Handwerker können sich dann nicht mehr an Ausschreibungen beteiligen für Baustellen in betroffenen Städten. Und das wollten wir sofort auch klar machen, dass uns das äußerst wichtig ist, genauso wie die Paketdienste, die Lieferfahrzeuge. Trotzdem muss man bei diesem Bereich sagen, dass sich der Bereich dieser Flotte von 1,2 Millionen Transporter etwa in ganz Deutschland sehr schnell modernisiert, weil natürlich durch den
durch die Abschreibungsmöglichkeiten, aber auch durch die hohen Kilometerlaufleistungen die Fahrzeuge früher getauscht werden. Wir reden von 1,2 Millionen Fahrzeuge. Wir haben jetzt vor allem die 14 betroffenen Städte. Da werden wir die 80% aufbringen wollen, weil wir natürlich die Versorgung hinbekommen wollen. Und das sind 150.000, 180.000 Fahrzeuge, je nach Euronorm. Das ist aber ein Bereich, der sich sehr, sehr schnell erneuert. Und dazu werden wir Geld geben. Trotzdem muss man dazu sagen, für die restlichen 20%, das ist jetzt die Arbeit, die ansteht, werden wir nochmal mit den Herstellern reden müssen, um wirklich die Belastung für diesen Bereich möglichst gering zu halten oder gar nicht aufkommen zu lassen. Das ist jetzt die Aufgabe und da bitten wir auch oder fordern auch auf die Hersteller um Entgegenkommen, weil das ist auch ein Bereich, wo man wirklich Vertrauen zurückgewinnen kann. Jetzt geht's hier vorne weiter. Herr Hönig von der, Deutschen Presseagentur. Herr Scheuer, Sie haben gesagt, Sie haben noch einiges zu verhandeln mit der Autoindustrie. Die Autoindustrie wollte ja die Kosten für die Nachrüstung nicht komplett übernehmen. Also was sind da jetzt genau noch die Knackpunkte bei den Verhandlungen mit der Autoindustrie? Und bis wann rechnen Sie dann mit einer Einigung? Dann nochmal zu der Frage der Haftung. Die Haftung sollen jetzt die Nachrüster übernehmen, die das aber eigentlich auch nicht wollten. Das heißt, zwingen Sie die Nachrüster jetzt dazu? Und dann noch eine Frage. Sie haben von unbürokratischen Nachweisen gesprochen, der für die betroffenen Dieselbesitzer in diesen 14 Städten. Wie genau kann man sich das vorstellen? Müssen die sich bei den Behörden melden? Oder wie, vielleicht können Sie das noch konkretisieren? Danke. Also zur Haftung haben wir im BGB eine klare Regelung. Wer unter dem Thema Werkvertragsrecht mal nachschaut, also jeder muss halt Verantwortung für seine Bauteile übernehmen. Das Zweite ist, natürlich gibt es Hersteller, die sich entschlossen haben, überhaupt keine Hardware-Nachrüstung zu machen, wie beispielsweise BMW. Es gibt Hersteller, die haben dazu ihr Okay gegeben, aber wir sitzen ja im Koalitionsausschuss nicht mit der Automobilindustrie zusammen. Wir haben jetzt mit den deutschen Automobilherstellern geredet. Wir werden, ich habe es auch schon getan, mit den ausländischen Herstellern reden, was für Möglichkeiten wir haben. Wir brauchen auch die technischen Voraussetzungen dazu. Deswegen sage ich, die Maßnahmen, die wir selbst als Bundesregierung gestartet haben, wirken unmittelbar oder sogar schon jetzt und sofort. Das Thema Tausch und Umtausch und Prämien wirkt unmittelbar und sofort. Das haben mir die deutschen Hersteller so auch zugesagt. Und bei der Hardware-Nachrüstung müssen wir noch Gespräche führen, nicht nur auf der finanziellen Seite, sondern auch auf der technischen Seite. Also von daher ist es ein ganz normales Verfahren, wenn man sich politisch geeinigt hat, dass man jetzt in die Nacharbeit geht. Nicht nur was unsere Seite betrifft, Gesetz und rechtliche Rahmenbedingungen, sondern vor allem auch die Gespräche mit den Herstellern. Aber grundsätzlich habe ich in der Kürze der Zeit schon mal einen Rundruf gestartet und dieses Konzept ist positiv bewertet von den deutschen Herstellern. Und meine Frau Kollegin hat ja auch schon gesagt, dass schon die einen oder anderen ausländischen Hersteller reagiert haben. Das wird auch der Markt machen. Dann hätte ich noch eine Frage. Im Konzept heißt es wohl, dass Sie erwarten, dass Nachrüstungen komplett getragen werden. Warum haben Sie die Hersteller nicht verpflichtet, diesen Anteil komplett zu tragen? Das wären meine Fragen. Die Verpflichtung geht nicht. Ganz einfach. Wir haben ja eine Diskussion erlebt in den letzten Wochen, wo wir die Fehler und Manipulationen aus der Vergangenheit, Stichwort VW-Skandal oder Dieselskandal, vermengen mit den Themen Grenzwertdebatte und Fahrverbote. Und das hat halt der politische Mitbewerber gerne gemacht, damit aber auch erhebliche Unsicherheiten ausgelöst. Wir versuchen jetzt die Thematik mit diesem Riesenschritt zu versachlichen und dementsprechend kann man auch nicht gesetzlich irgendwas regeln, sondern wir reden von typgenehmigten, rechtskonformen Fahrzeugen, die in den Verkehr gebracht wurden vor Jahren. Heute jetzt mittlerweile mit einer veralteten Euronorm. Und jetzt müssen wir versuchen, durch die Flottenerneuerung, meine Frau Kollegin würde jetzt sagen, und Umrüstung, ja, die Luft sauberer zu bekommen und damit die Fahrverbote zu vermeiden. So, um die Herangehensweise geht es und das hat uns auch
geleitet. Und ich glaube, wenn wir unser Angebot anschauen, was wir auch mit Bundesfinanzminister Scholz an Geld in die Hand nehmen, um wirklich die Lebensqualität in den Innenstädten zu verbessern, muss auch die Automobilindustrie das Signal verstehen, was wir von staatlicher Seite machen, ist die Aufgabe aber auch dann in der Folge für die Autohersteller, uns an dieser Stelle auch entgegenzukommen, wenn es um die finanziellen Fragen geht, weil es geht unterm Strich nicht nur um die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch um die Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und die Zukunft des Diesels und eine Versachlichung dieser Diskussion. Weg von Verbote, Einschränkungen, Verschrottungen und höchst emotionalen Debatten, die bis in die Gespräche in der Familie und im Bekanntenkreis reinreichen. Ja.